Hallöchen! Heute die zweite Folge der YouTube-Tipps, wie ich die Serie ja genannt habe. Nochmal vorweg, das ist jetzt kein Tutorial oder irgendwie sowas, wie man erfolgreich wird, weil das weiß ich auch nicht. ja, heute geht's um das Rendern, Hochladen und so weiter. Wir hatten ja beim letzten Mal besprochen, wie ihr einen Kanal eröffnet und sowas, was ihr da beachten müsst. Und jetzt geht's weiter in der Geschichte. Aber erst Intro. Ja, also das Rendern. Hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, das Rendern ist sehr wichtig und vor allem auch das Schneiden. Wenn ihr jetzt soweit seid, ihr habt euer Intro davor geschnitten, ihr habt die Szenen, wo jetzt lange nichts gesprochen wird oder irgendwas Dummes passiert, habt ihr rausgeschnitten, habt das Outro meinetwegen dran gemacht, dann geht's ans Rendern. Ich hätte euch ja jetzt hier gerne ein paar Bilder eingezeigt, aber da jeder ein anderes Programm hat, ist das ein bisschen sinnlos. Deswegen lasse ich das einfach und versuche euch das jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Also, ihr macht meistens, also am besten ist es, wenn ihr das Format H plus 264 nehmt. Das ist so das Beste in MP4, also in MPEG-4. Das kann YouTube am schnellsten verarbeiten und sieht von der Qualität her am besten aus. Die Bitrate ist es bei Tischvideos nicht so wichtig, da sich ja nicht viel irgendwie krass bewegt. Da reichen so im Schnitt 10.000 bis 12.000. Wenn ihr jetzt draußen filmt, würde ich euch so empfehlen, zwischen 20 und 30 zu gehen. Irgend sowas in dem Schnitt. Wenn ihr das dann gerendert habt, geht es ja dann ans Hochladen. Hochladen natürlich bei YouTube, das Ganze dreht sich hier um YouTube. Dabei ist wichtig, Titel. Der Titel ist extrem wichtig. Am besten ihr macht also er darf nicht zu kurz und nicht zu lang sein. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel was auspackt, dürft ihr nicht hinschreiben Unboxing, sondern ihr müsst schon hinschreiben, um was es geht, dass die Leute das auch so dementsprechend finden können. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kugelschreiber auspackt, schreibt ihr hin Unboxing, Kugelschreiber von Hans Wurst zum Beispiel. Zu lang darf er nicht sein, weil das einfach die Algorithmen von YouTube bei der Anzeige dann nicht finden werden. Deswegen kurz und knapp, aber alles, was drin steht. Wenn ihr jetzt zum Beispiel bashen geht, macht ihr jetzt zum Beispiel, ihr fahrt mit einem Traxxas Slash zum Beispiel, macht ihr Traxxas Slash, Bash, Park, irgendwas. Ich hoffe, ihr versteht, auf was ich überhaupt hinaus will. Dann Videobeschreibung. Am besten ist es, ihr packt den Titel in die erste Zeile der Videobeschreibung. Somit hat der Algorithmus von YouTube mehr, um das zu finden und euer Video wird eher geklickt. Dann die restliche Videobeschreibung unter der ersten Zeile ist eigentlich relativ Banane. Da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Da könnt ihr zum Beispiel eure Social Media Links reinpacken oder. Was dann noch sehr wichtig ist, ist die Sache mit den Tags. Die Tags sind Schlagwörter, wie der Name ja schon sagt. Und da müsst ihr am besten alles reinpacken, was in dem Video vorkommt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel mit den Traxxas Slash draußen fahrt, schreibt ihr rein Traxxas, Bub, Slash, Bub, Bash, Bub, Spring, Jump, Air, Big Air, was auch immer. Von mir aus auch Teile, die ihr verbaut habt, wie zum Beispiel Proline, weil ihr Proline-Reifen drauf habt oder. Das könnt ihr so lange vollknallen, bis es nicht mehr geht, bis dann irgendwann YouTube sagt, wenn ihr oben auf Änderung speichern klickt, die Tags sind zu lang, dann löscht ihr einfach wieder ein paar und somit ist alles gut. Was auch immer gut ist, wenn ihr in den Tags den Namen von eurem Kanal reinschreibt und zum Beispiel das Jahr, wo das Video aufgenommen wurde. Das so viel dazu. Wenn ihr jetzt nochmal ein richtiges Video sehen wollt, wie man Videos rendert oder bei YouTube richtig hochlädt, wo ich am PC sitze und euch das richtig Schritt für Schritt zeige, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich das gern. Ist gar kein Problem, das wollte ich hier nur nochmal erwähnt haben. Dann als nächstes Thumbnails. Thumbnails sind auch extrem wichtig.
Weil das natürlich der erste Eindruck ist für euer Video, wenn jetzt jemand bei YouTube eingibt, aber wir bleiben jetzt mal bei dem Traxxas/Bash-Video. Traxxas/Bash, meinetwegen, gibt jemand bei YouTube ein, dann seht ihr ja immer diese kleinen Bildchen. So, und wenn ihr jetzt ein ansprechendes Bild habt, wo der Slash in der Luft ist zum Beispiel und habt dann noch mit greller Schrift, also relativ große Schrift in knalligen Farben, fällt natürlich auf. Wenn da jetzt zum Beispiel Traxxas/Big R steht, wird da natürlich eher einer draufklicken, als wenn da ein Bild ist, wo ein Slash auf dem Tisch steht zum Beispiel. Das ist so eine Sache, die auch wichtig ist. Dann ist wichtig, Playlists erstellen. Ihr seht das auf meinem Kanal zum Beispiel. Bei mir ist jedes Video, was ich jemals gemacht habe, in irgendeiner Playlist. Das hat den Hintergrund, dass Leute, die euch vielleicht nicht abonnieren wollen, weil sie keinen YouTube-Account haben, zum Beispiel, können dann trotzdem alle eure Videos anschauen. Und das in schön geordneter Reihenfolge, wie zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Serie macht über Unboxings zum Beispiel. Macht hier eine Unboxing-Playlist, Vorvideos zum Beispiel, Erklärvideos, wie auch immer. Somit können die Leute das besser finden. Es sieht alles geordneter aus und macht auf jeden Fall auch mehr Eindruck. Da kann ich euch dann auch nochmal die Startseite, kann ich euch dann nochmal erklären, wenn ihr das wollt. Kann ich das gerne machen. Ich kann die Serie ja immer weiterführen. Wenn ihr immer wieder Fragen habt, kann ich immer wieder weiterführen, die Serie. Das ist überhaupt kein Problem. Das will ich hier nur nochmal andeuten. Dann ist natürlich auch wichtig, soziale Netzwerke. Was heißt wichtig? Aber somit können euch die Leute auch finden. Da, wie ich ja gerade schon gesagt habe, viele Leute kein YouTube oder immer noch einige Leute keinen YouTube-Account haben, aber dafür Facebook oder Instagram oder was auch immer, macht euch am besten erstmal, obwohl das geht ja nicht mehr, muss ich es umdenken, macht euch eine Fanpage, also eine Seite, eine Gefällt mir-Seite mit eurem Namen von eurem Kanal und da könnt ihr dann immer eure neuesten Videos posten und könnt dann auch natürlich Leute drauf verlinken, könnt dann immer mal ein bisschen was teilen, was ihr so macht, außerhalb der Videos, bla bla bla. Somit habt ihr dann eine gewisse Fanbindung, möchte ich jetzt sagen. Und ja, dann das Teilen in sozialen Netzwerken. Es gibt ja diverse Gruppen, wie zum Beispiel von uns, die AC Modellbauer, da ist ja auch jedes Video gern gesehen. Da könnt ihr natürlich eure Videos teilen, das generiert dann natürlich wieder mehr Klicks und vielleicht auch ein bisschen mehr Abos, wenn ihr das Ganze natürlich dann ordentlich macht und die Videos qualitativ top sind, gibt es da ja nichts zu meckern, da gibt es dann auch ein Abo. Und ja, dabei ist aber wieder zu beachten, nicht Spam. Auf keinen Fall spammt irgendwelche Leute oder irgendwelche Seiten zu mit euren Videos. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Video macht und ihr findet das gut, teilt das meinetwegen in irgendeine Gruppe, aber halt nur einmal, was weiß ich, in der Woche oder sowas. Nicht am Tag dreimal oder was, früh mittags abends oder jeden Tag oder sowas. Wie ich schon im letzten Video gesagt habe, sowas nervt einfach nur die Leute und macht euch auch wieder unattraktiver, die Videos zu schauen, weil man denkt, oh Mann, der muss es ja nötig haben. Oder auch unter andere YouTuber zum Beispiel drunter schreiben, hier, ich habe über das und das Auto ein Video gemacht, schaut mal vorbei, bla bla bla. Sowas wird von den meisten sowieso entweder direkt gelöscht oder die Leute denken sich dann, oh mein Gott, was stimmt denn mit dem nicht? Sowas am besten komplett unterlassen. Dann habt ihr auch ein gewisses Ansehen, sag ich es mal übertrieben gesagt. Und die Leute wollen dann lieber auf euren Kanal gehen als sonst. Ja, wenn ihr das Ganze gemacht habt, heißt es eigentlich nur noch warten und gucken, wie die Leute das auffassen, ob die Videos gut ankommen oder nicht. Seid nicht gleich demotiviert, wenn es nicht klappt. Viele Leute sagen dann immer, ich habe jetzt schon 3 Videos gemacht und ich habe immer noch nur, was weiß ich, 60 Abonnenten. Ja, Leute, das dauert, das dauert. Jetzt, wie zum Beispiel bei mir, Laser oder Mick oder Benny. Wir machen jetzt schon fast 2 Jahre lang Videos, Laser sogar schon 4 oder 5 Jahre Videos.
RC-Videos sind im deutschen Raum nicht so krass gehypt, wie es zum Beispiel irgend so eine Beauty-Kacke oder irgendwelche Spielekanäle oder Comedy-Kanäle. Es ist ganz einfach so, wir sind sozusagen eine kleine Randgruppe. Da kann man jetzt nicht hoffen, dass wenn man drei Videos hochlädt in 2 Wochen, dass man dann 1 Million Abonnenten hat. Das funktioniert nicht, das könnt ihr euch gleich abschminken. Sowas braucht seine Zeit. Und ja, das sollte soweit eigentlich schon gewesen sein von diesem Video. Jetzt haben wir den Kanal erstellt, jetzt haben wir die Videos hochgeladen. Jetzt heißt es eigentlich nur noch warten. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, wenn ihr noch irgendwelche Videos sehen wollt am PC oder was auch immer, oder wenn ihr zum Beispiel Tipps braucht zum Videodrehen selbst, wie ihr das am besten macht, mit welchem Equipment, lasst es mich wissen. Dann kommt noch ein Video. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.